Er kämpft als Anwalt für Pornostar Stormy Daniels gegen Präsident Trump. Aber jetzt sagt er, er erwägt ernsthaft, 2020 als Präsident zu kandidieren. Michael Avenatti ist nun bei uns. Lasst uns mit der großen Frage beginnen. Die meisten kennen dich als Pornostar-Anwalt und jemand, der viel im Kabelfernsehen auftritt. Warum sollte man Sie als Präsidentschaftskandidat ernst nehmen? Es gibt eine Reihe von Gründen, warum ich ernst genommen werden sollte. Nummer 1. Ich habe über 18 Jahre im Fall David vs. Goliath gekämpft. Einige der größten Unternehmen, Betrüger und ich hatte großen Erfolg. Ich habe überall in diesem Land Fälle angenommen. Nummer 2. Ich bin ein Student des Gesetzes, sehr versiert in einer Reihe von Fragen, die derzeit in unserer Gesellschaft im Vordergrund stehen. Umweltfragen, Fragen, die sich auf Fragen des obersten Gerichtshofs beziehen, Fragen im Zusammenhang mit arbeitenden Menschen. Ich denke, auch das qualifiziert mich. Darüber hinaus habe ich die Fähigkeit, mit Menschen zu kommunizieren, ohne eine Umfrage oder einen Berater engagieren zu müssen, der herausfindet, wie man den Menschen die Wahrheit sagen kann.